Hi und Servus mal wieder zum Review vom Turbo. Heute auf dem Tisch was Neues bei mir, und zwar ein Revolver aus der Six Gun Serie von TFC. Es handelt sich hier um den sogenannten Six Gun Chrome, und zwar verfügt der Chrome über einen 4 Zoll Lauf. Daneben gibt es noch zwei weitere Modelle, eine sogenannte Shorty Version mit einem sehr kurzen Lauf, ist allerdings auch noch ein klobiger Prügel, weil sie sich den gleichen Griffrahmen teilen. Und noch eine Dirty Harry Version mit 6 Zoll Lauf. So kommt das gute Stück hier. Sehr nüchterner Pappkarton, kann halt auch nicht mit Äußerlichkeiten blenden. Schauen wir, wie es innen ausschaut. Lieferumfang. Prüfprotokoll des Herstellers. Gibt mächtige 2,12 Joule hier unten an. Ja gut, ich kann über 2 Joule mit dem Crony bestätigen, denn ich habe die Chrome gekront. Was für ein Zungenbrecher, wie bin ich denn drauf? Genau, Bedienungsanleitung, viel auf Chinesisch. Hier könnt ihr auch die unterschiedlichen Läufe erkennen. Hier den 2,5 Zoll Lauf von der Shorty, 4 Zoll Lauf von der Chrome und die Dirty Harry Version mit 6 Zoll Lauf. Hier hinten könnt ihr auch noch erkennen, wie man das mit diesem Griffrahmen anstellt, um die CO2-Kartusche zu wechseln, aber das zeige ich euch alles. So schaut es innen drin aus, ein 6-Schuss fassender Speedloader, eine Rail aus Metall mit dabei, die ihr oben drauf klatschen könnt, das heißt, das Ding ist kompatibel mit Red Dots und so weiter. Ein Tütchen mit 6 Kartuschen bzw. Patronenhülsen für den Revolver. Erfreulicherweise Dan Wesson kompatibel. Der Dan Wesson ist ja, wie viele von euch wissen, einer der gebräuchlichsten Revolver auf dem Markt. Das heißt, ihr könnt diese Kartuschen in eurem Dan Wesson verwenden, aber auch die Dan Wesson hier im TFC. Das hier ist die Pistole. Der Karton kann uns nicht blenden, aber dafür das sehr, sehr geile Black Dark Chrome, wie ich jetzt dazu sage. Ich dachte eigentlich, es wäre eine recht kitschige Version, aber nichtsdestotrotz wirklich sehr, sehr geiles Chrom. Ich halte euch das Ding mal ein bisschen hier unter die Nase, damit ihr mal sehen könnt, wie es sich im Licht ein bisschen spiegelt. Gut, okay, sehr fingertapper anfällig, aber mein Gott, ist halt so. Schönes Chrom, und zwar ein dunkles Chrom, kein helles. Sieht geil aus, gefällt mir gut. Kommen wir mal zu den technischen Daten der Waffe. Es handelt sich hier um einen CO2-Revolver. Also nix Green Gas, nix Batterie, CO2 Power. 12 Gramm Kartuschen, handelsüblich, wie man sie eigentlich so ziemlich in jedem Baumarkt bekommt, wie auch immer. Kaliber 6mm BB, wir sind ja schließlich im Airsoft-Bereich. Leider kein Hop-Up, da gehe ich noch drauf ein. Material der Waffe hauptsächlich aus Kunststoff, sage ich schon, Entschuldigung, bloß der Griff ist aus Kunststoff. Der Rahmen und die Trommel, der Lauf besteht alles aus Metall, hauptsächlich ist es Zink. Das Finish, wie gesagt, ist bis auf einige wenige Stellen recht schön geworden. Energie bei Begadi bekommt das gute Stück und Begadi gibt 1,8 Joule an. Ja gut, ich habe es mit über 2 gecrowned, der Hersteller sagt über 2,1. Alles ein bisschen widersprüchlich, in jedem Fall aber eine sehr starke Knifte. Was allerdings auch wieder zu dem Nachteil kommt, ja. Die Waffe wird man halt sehr, sehr schwierig spielen können. Aber, okay, gehe ich überall noch drauf ein. Länge der Waffe könnt ihr hier erkennen. Wir sind bei 240 mm. Höhe der Waffe kommen wir auf ca. 150 mm. Das ist damit ein grober Klotz. Also ist schon wirklich ein großes Gerät. Gewicht der Waffe kann ich euch jetzt nicht ungeladen sagen, wobei es auf der Webseite angegeben wird mit 865 Gramm. Schauen wir mal, was meine Feinwaage sagt, nachdem ich sie genullt habe. Jawohl, sollte eigentlich die Knifte ein Gewicht von ca. 910 Gramm anzeigen, was ich jetzt mal hoffe. 909 Gramm. Natürlich okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumballere, verbraucht sich das CO2 und die Waffe wird natürlich etwas leichter. Also ist schon schwer, ne? Also es ist auf jeden Fall deutlich schwerer als so ziemlich die normale, handelsübliche Sidearm, die ihr habt. Da geht schon ordentlich was. Kapazität 6 Schuss fassend, Trommel ist klar Revolver typisch, ne? Es passt auch jeweils nur ein BB in die Patronenhülsen. Eigenschaften der Waffe. Es ist wie gesagt eine Vollmetallkonstruktion, bis auf eben den Griff,
der eigentlich sehr ergonomisch geformt ist. Dann haben wir eine verstellbare Kimme, ist auch sehr schön. Und zwar in der horizontalen und in der vertikalen. In der horizontalen hier mittels eines Kreuzschlitzes und in der vertikalen mit einem Schlitz auf der rechten Seite. Habe ich bei dieser Waffe leider auch gebraucht, da meine ziemlich nach rechts zieht, damit ich das ein bisschen kompensieren konnte. Genau, zeige euch mal ein bisschen was über die Bedienung. Ne? Wie gesagt, Korn nicht einstellbar, Kimme einstellbar, wie gesagt, mit den Schraubenziehern. Wie man das macht, glaube ich, brauche ich euch nicht erklären. Wir haben eine Double-Action-Funktion. Das heißt so quasi, wenn ihr den Abzug zieht, spannt sich, können wir hier erkennen, auch der Hahn. Nicht erschrecken, es ist jetzt CO2 drin. Ich drücke den Abzug, es geschehen so quasi zwei Aktionen. Das heißt, einmal ziehe ich und einmal spannt sich da was. Recht laut, satter Sound, viel Power. Schlägt auch gut auf die Hand, das gute Stück. Die Waffe ist auch Single-Action fähig, also ihr spannt den Hahn manuell. Hahn ist gespannt, Abzugswegs verkürzt sich. Und ihr habt einen sauberen Druckpunkt, könnt die Waffe schießen. Ist ja eigentlich die präziseste Art und Weise, einen Revolver zu schießen, da ihr hier beim Ballern im Double-Action-Modus viel Bewegung in der Waffe habt und daraus resultiert halt auch eine gewisse schlechte Präzision, sage ich jetzt mal. Genau. Wir haben auf dieser Seite hier einen Regler, und zwar einen Schieber. Mittlere Position ist die Waffe feuerbereit. Hintere Position, also in die Richtung zur Hand gedrückt, sichert sich die Waffe. Muss ich leider auch dazu sagen, ist die Sicherung nicht die beste. Da man kann es jetzt hier eigentlich kaum erkennen, dieser Weg so unfassbar kurz ist. Ja, und anscheinend da irgendeine Phase nicht schön gemacht ist, wenn ihr den Abzug fest drückt und die Waffe ist auf Safe, muss ich zwar viel Kraft aufwenden, aber die Waffe schlägt trotzdem ab. Bin ich jetzt nicht der größte Fan, also eine sehr, sehr vage Sicherung. Ihr könnt den Schieber auch noch nach vorne drücken, und zwar passiert dann Folgendes, ihr entsperrt die Trommel und könnt mit einem Druck von der rechten Seite auf die Trommel aus dem Rahmen lösen. Die Trommel selbst, wie gesagt, fast 6 Schuss, hat einen sauberen Lauf, also läuft schön, eiert auch nicht. Wir können durch Druck auf die Trommelachse, könnt ihr hier sehen, die Auszieherkrallen rausfahren, um so quasi noch verbliebene Kartuschen auszustoßen, falls es da zu Problemen kommen sollte. Genau, und das ist es eigentlich schon bei der Bedienung vom Revolver, zumindest was das Schießen angeht. Wir haben auch hier drin im Rahmen coolerweise ein federnd gelagertes Stück, das sich im Endeffekt an die Trommel presst, damit er möglichst wenig Trommelspalt zusammenbekommt. Das heißt, das CO2 läuft effektiver durch die Kammer und ihr habt weniger Verluste. Natürlich haben wir immer gewisse Verluste beim Revolver, aber das ist halt nun mal konzeptionell bedingt. Der Griff lässt sich von hier unten abheben und schon öffnet sich so quasi der Rahmen für die CO2-Kartusche. Von dieser Seite habt ihr bloß ein Sichtfenster, von der Seite könnt ihr sie einlegen. Ich persönlich empfehle euch, diese Kartuschen erst einzulegen, probieren, dass ihr sie zentriert, leicht vorzuspannen, ohne die Kartusche anzustechen, nochmal zu drehen und gucken, dass sie wirklich fest drin sitzt und dann wirklich schlagartig, so schnell wie es geht, zuzuspannen. Es ist leider nicht das beste Gewinde. Ihr legt halt auch mit einer Umdrehung einen sehr kleinen Weg zurück, weshalb ihr schon recht schnell sein müsst, da es bei den TFCs gerne mal zu Kartuschenabblasern kommt. Also das heißt, wenn ihr da zimperlich seid, dann ist die Kartusche im Arsch, dann bläst sie überall raus und dann könnt ihr die wegschmeißen und gleich die nächste verwenden. Der Kunststoff ist sehr dünn hier an dieser Stelle, allerdings rastet der Griff schön sauber wieder hier ein. Hier unten hält er jetzt nicht so gut, aber okay. Die Gummierung des Kunststoffes ist sehr angenehm zu greifen. Außerdem habt ihr hier im mittleren Bereich viele Noppen und ihr habt auch ergonomisch geformte Griffmulden für die Finger. Also er liegt eigentlich schön in der Hand und sehr stabil in der Hand. Kann man nichts sagen. Der Griff wirkt sehr modern im Vergleich zum klassischen Erscheinungsbild des Revolvers. Alles in allem aber doch dank dem dunklen Chrom ziemlich stimmig, meiner Meinung nach. Ist eigentlich ganz schön geworden.
zeige ich euch mal, wie man sie lädt. Ganz klar, nach vorne schieben, raus mit der Trommel. Ich halte das gute Stück, da ich Rechtshänder bin, also hier, das ist meine rechte Hand, immer in der linken Hand. Damit kann ich im Daumen so quasi die Trommel in Rotation versetzen, packe mir die einzelnen BBs bzw. die einzelnen Kartuschen und lade sie von Hand in die Trommel, drehe die Trommel mit dem Daumen weiter. Schauen wir mal, ob hier unser Ladetrick funktioniert, die Trommel in Rotation versetzen und jawohl, funktioniert. Könnten wir jetzt so quasi schießen. Ja. Die Trommel rotiert nach jedem Schuss, aber halt nur im Double-Action-Modus. Im Single-Action rotiert sie einmal auf Position, dann schlägt er ab und für den nächsten Schuss müsst ihr halt wieder manuell spannen, sonst dreht sich da nichts. Ihr könnt allerdings auch von Hand nachspannen. Wieder ein Druck auf den Schieberegler, Trommel, Achse schwenkt raus, Druck auf den Ausstoßer, haut die ganzen Kartuschen raus und ihr könnt die Trommel so quasi wieder reinschwenken in das gute Stück. So viel zur Bedienung des TFC Sixgun. Also eigentlich recht simpel. Mit dem Revolver kann man rein von der Bedienung hier wenig falsch machen. Kommen wir mal zum Fazit, was jetzt ich sagen würde. Also mein Eindruck ist, es ist ein schöner Revolver. Technisch steht er weitestgehend gut da, bis auf einige kleinige wenige Sachen, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Zum Spielen, also wirklich zum Airsoft-Spielen, würde ich sowas allerdings nicht empfehlen, und zwar aus folgendem Grund. Kein Hop-Up, das heißt, die Mumpeln haben zwar Power ohne Ende, fallen aber wirklich nach ein paar Meter bereits spürbar in den Boden runter, zwar mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, aber sie sacken ab. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Erstens, wie gesagt, das. Zweitens, eine sehr geringe Kadenz und wenn er schon schnell ballert, habt ihr so viel Bewegung in der Knarre, dass die Präzision halt total beim Eimer ist, sage ich jetzt mal. Und drittens, halt nur 6 Schuss. Wenn ihr nachladen müsst, wenn ihr überhaupt zum Nachladen kommt, ein ziemlich langer Prozess, auch mit Speedloader, rumgefummelt, fällt euch was runter. Okay, Airsoft spielen, ich persönlich würde es nicht. Ja. Kann man machen. Aber ich würde es einfach keinen empfehlen. Wofür ist die Waffe da? Wir haben einen Preis von 89,90 € bei Vegali. Damit ist sie relativ günstig. Ihr bekommt ein schönes Stück. Ich finde es für Sammler sehr geil. In der Vitrine schaut das Ding auch super cool aus. Als Zweitwaffe zum Airsoften, also als Zweit-Sidearm, so muss ich sagen, zum Airsoften, kann man machen. So ein Teil auf die Brust geschnallt. Sieht halt böse, fies nach Rambo aus. Der tatsächliche Nutzen ist allerdings deutlich geringer. Wie gesagt, ist natürlich alles eine Geschmackssache. Ich selbst verwende so ein Teil zum Scheibenschießen im Garten, Bierchen im Sommer, so wie jetzt. Wir haben jetzt gerade 32 Grad draußen und ich sitze hier und review euch euren Revolver. Das mache ich für euch. Könnt jetzt mit dem Bierchen draußen sitzen und ballern, aber das mache ich später vielleicht noch. Dafür ist das Teil wirklich cool gedacht, macht Spaß und hat da absolut seine Daseinsberechtigung. Leider habe ich hier ein Exemplar, zieht böse nach rechts. Also ich schieße jetzt hier auf unter 15 Meter, vorher bloß mal ein bisschen auf den Busch geballert und wir haben so quasi von der Visierlinie zum Busch auf 15 Meter bereits eine Abweichung von, ich schätze mal 70, 80 Zentimeter. Ich habe die Kimme schon nachjustiert. Das heißt, die ist schon ziemlich außermittig, könnt ihr hier erkennen. Hat jetzt bei dem Revolver leider nicht viel gebracht, muss ich dazu sagen. Also es stellt mich jetzt nicht sehr zufrieden. Sie schießt zuverlässig, die Funktion ist auch sehr gut. Also es gibt da keine Ladehemmungen oder so. Aber die Präzision ist für mich halt einfach wirklich recht mangelhaft. Also da bin ich jetzt kein großer Fan davon. Nichtsdestotrotz, schöner Revolver zum professionellen Airsoften. Ich für meinen Teil nicht. Wer es will, kann es gern machen. Das ist natürlich sowieso eine Geschmackssache. Aber es ist ein schönes Teil, er ist sehr günstig. Und falls man die 4 Zoll Version nicht mag, wie gesagt, es gibt noch eine große, lange und auch noch mit 2,5 Zoll eine deutlich kürzere Version. Alle sind ziemlich kräftig. Man kann davon ausgehen, dass die 6 Zoll Version noch ein Ticken präziser ist als die 4 Zoll. Allerdings gut. Ich muss dazu sagen, das sollten sie dann auch sein. Also könnte besser sein von der Präzision.
In diesem Sinne, hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen was über den TFC Sixgun erzählen und wünsche euch viel Spaß mit meinen weiteren Reviews. In diesem Sinne, schöne Tage. Ciao, ciao.